Da ist das Ding. Der WM-Titel von Brasilien, der bislang letzte große Triumph einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei einem großen Turnier. Und das ist diesen Sommer schon 10 Jahre her. Seitdem vor allem bei Weltmeisterschaften nur Frust. Um pünktlich vor der Heim-EM nochmal in Erinnerungen von damals zu schwelgen, haben sich die Autoren Martin Roschitz und Sven Kaulbars auf Spurensuche begeben. Orte von damals aufgesucht, Protagonisten von damals befragt. Herausgekommen sind eine Podcast-Serie, die seit einigen Wochen schon zu hören ist und seit heute in der ARD-Mediathek zu sehen, die Doku-Serie Wir Weltmeister. Hier ein kleiner Ausschnitt. Na dann gehen wir mal 10 Jahre zurück. Mit einem, der damals mittendrin war, Benedikt Höwedes. Wunderschön. Rio, das legendäre Maracanã, 13. Juli 2014. Benny gegen Messi. Das Tor, der Titel. Danke, Mario. Tolle Brust. Das ist das Tor, aber in 100 Jahren ist es auch egal. Deutschland ist Weltmeister! Und mit dem Weltmeister Benny Höwedes machen wir nochmal den Trip. Ins Campo Bahia, dem WM-Quartier der deutschen Mannschaft, der damals 26 Jahre alte Innenverteidiger gilt zunächst als Wackelkandidat. Ich habe es nicht gerne gehört, dass ich der vermeintliche Schwachpunkt in der Gruppe sein soll. Weltuntergang in Recife, drittes Gruppenspiel gegen die USA. Der Schwachpunkt Höwedes wird Stammspieler, spielt jedes Spiel von der ersten bis letzten Minute. Aber ich spiele das größte Turnier meines Lebens, darf sogar mitspielen. Und dann sehe ich, dass ich quasi mir eine Halbglatze umwerfe. Ob das jetzt ein anderer auch versteht, dass ich so fühle oder nicht, war mir egal, weil ich Mitte 20 einfach noch nicht bereit war, mir eine Glatze scheren zu wollen. Ich muss mich vielleicht kurz vorm Spiel übergeben oder habe Würgereize. Ihm fallen die Haare aus. Jeder hat so seine Dinge, die er auch so ein bisschen für sich behält. Kein Geheimnis, dass es auch die sportlichen Dellen gibt. Das Achtelfinale gegen Algerien. Ein gruseliger Auftritt beim 2:1 nach Verlängerung. Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also, ja. Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Viele sprechen mich heute noch drauf an. Weniger auf den WM-Titel als auf dieses Interview. Aber ich war eher stolz drauf, okay, durchgesprochen, fokussiert. Das ist, was wichtig ist. Wir wollen weiterkommen und nicht wieder ausscheiden. Belo Horizonte, das Halbfinale. Das ganze Stadion ist einfach eine gelbe Wand. Jeder schreit. Brasilien weint. 7:1. Gegen den WM-Gastgeber. Hätte ich mir ein größeres Blatt mitnehmen müssen. Als ich dann nach dem Spiel in die Kabine kam und ich habe die Spieler beobachtet, war keine Anzeichen von irgendwie von Ausgelassenheit, von Großkotzigkeit, von Arroganz. Und das war für mich ein Zeichen, dass wir eigentlich bereit sind, den letzten Schritt nochmal zu machen. Das Finale gegen Argentinien. Der letzte Schritt schmerzt. Das war für mich mein bestes Spiel, das ich je gemacht habe, weil ich einfach unheimlich präsent war mit meinem körperlichen Schürrle. Der kommt an! Mach ihn!